Ey, Freunde, was geht ab? Hallo. Ich bin ja noch krass am Putzen. Ich hatte nämlich keinen Bock, dass ich jetzt hier das ohne euch putze. Das ist mir nämlich viel zu langweilig. Deswegen habe ich gedacht, ey, ich nehme euch jetzt mal mit. Da können wir uns ein bisschen unterhalten beim Putzen. Weil es so ankotzt. Und deswegen dachte ich mir, nö. Dann müsst ihr das auch mit mir durchstehen und mit mir erleiden hier. Diese ganze Pflegekacke. Und wenn die sagen, hey, bring ihm Pferd pflegen, ist keine Kacke. Freu dich doch, dass du überhaupt ein Pferd pflegen kannst. Und ich muss sagen, ja, ich freue mich. Ich freue mich hier, dass Lucy Hinkebein auch was mit ihrem Leben anzufangen weiß, ne? Dass sie raus ist, runter von der Straße, raus aus der Arbeitslosigkeit, ne? Die wäre dann nach dann 2 Jahren, dass sie bei Frauentausch und dann bei Bauer sucht Frau und alles ist irgendwie so ein bisschen. Sie weiß dann auch nicht ganz, wo sie mit ihrem Leben hin soll. Und dann denkt sie, ja gut, was mache ich jetzt? Ich habe noch bei Oma im Schuppen irgendwas gefunden. Gehe ich vielleicht zu mal bei zu Bares ist Rares, Warares ist Bares, Wares Lord Wares und lass das mal abchecken. Oder ich pitche eine krasse Idee bei der Höhle der Löwen oder so. Dschungelbuch, Hölle der Möwen, Höhe der Flöhe, nee, Ströme der Mühe. Flö f Schäume der Bäume. Ne, ich weiß es nicht mehr, wie es heißt. Kann ich ja hier Wasser rausziehen aus dem Ding? Ich meine, ist ja ein krasser. Nö. Ne. Ist ja ein. Wisst ihr was? Nee, das rede ich. Ich wollte euch gerade das erzählen, was ich mir gekauft habe, aber da reden wir in einem Livestream mal drüber. Übrigens, als Empfehlung für euch, guckt euch gerne mal die Landwirtschaftssimulator-Livestreams an. Die sind nämlich immer super, super lustig. Muss ich jetzt echt mal Werbung für machen. Da reden wir nämlich ganz viel so privates Zeug und so und labern so ein bisschen Unfug, machen so ein bisschen Spaß. Kann ich nur wärmstens empfehlen, die Landwirtschaftssimulator, Streams sind unfassbar lustig. Die streame ich dann auch manchmal mit den Mädels zusammen und sowas und manchmal auch alleine und es ist wirklich jedes Mal äußerst lustig. Kann ich, also wirklich, ihr würdet sagen, nein. Aber doch, die sind wirklich witzig. Und man lernt auch noch ein bisschen was, ne? Wir können uns da unter alle Themen unterhalten und kommt da gerne mal mit in die Livestreams. Auch wenn ihr sagt, nee, Landwirtschaftssimulator interessiert mich nicht. Doch, interessiert euch schon und wir können ein bisschen plaudern. Wir machen da immer schöne Plauderstunde, immer am Abend und so. Kann ich hier wirklich mal eine Sense brechen für die Streamfolgen vom Landwirtschaftssimulator. So, was ist jetzt, wie muss ich jetzt die Zeit überbrücken, bis ich mit Kakiko was machen kann? Muss ich jetzt nochmal ausreiten gehen vorher oder ist es schon abends oder warte jetzt einmal. Oh Gott. Ich weiß ja gar nicht, wann das ist, wann es soweit ist. Muss ich schlafen gehen oder? Ich habe gar nicht so den rechten Plan irgendwie. Wir können ja mal mit Loser ein bisschen reiten gehen, ein bisschen üben oder so. Ah nee, Loser darf ich nicht. Loser ist ja gesperrt. Sollen wir mit Eclair eine Runde drin? Ich hab wirklich keine Ahnung, was das jetzt heißt, also wie lange ich jetzt warten muss darauf, bis hier Akiko sich dafür entscheidet zu sagen, ja, hallo, das ist jetzt Abend. Weil ich kann ja immer nur schlafen bis nächsten Morgen. Oder wir machen ein kleines Nickerchen. Das ist eigentlich eh so geil. Hier, Lucy Hinkebein ist immer nur am Schlafen und Turniere gewinnen. Zwischendurch macht sie irgendwelche stupiden Wetten mit ihren Klassenkameraden. Und ansonsten ist sie nur am Pennen eigentlich. Na, die. Das ist halt so. Die kommen, wir reiten mal was anderes. Wir lassen Eclair auch mal in der Box. Wen haben wir denn da? Mein Pferd, ja komm. Ist auch kaputt. Hol mal. Tierarzt. Alles auf null. Was war jetzt mit dem Pferd los, Herr Tierarzt? Ich hab's Ich hoffe, schon. du gibst deinem Pferd genug zu Ach essen. so. Es ist nämlich schlecht ernährt. Du darfst es 2 Tage lang nicht reiten. Okay, hast du es gefüttert? Nee, ne? Ja, gut. Uch. Es ist unterernährt. 2 Tage darf ich es nicht reiten. Umso besser. Das ist eigentlich voll gut, dass man sich dann für jedes Pferd hier den Tierarzt holt. Und dann, ne? Ich nehme mal Regliesse. Und das rechtfertigt ja dann total unsere nicht, also damit wir nichts mit dem Pferd machen müssen, ist ja super gut. Sorry, kann nichts mit dem Pferd machen, ist krankgeschrieben. Ne? Und wir sind so voll aus dem Schneider. So, warte mal, ich muss irgendwie. Was muss ich machen? Nee, ich mach den Herzkönig-Dings da. Das sollte ja reichen, oder? Das sollte ja reichen für, um bis zum Abend vorzuspulen oder sowas. Wollen wir an den Strand? Wollen wir an den Strand? Wollen wir mal den Strand inspizieren, wo wir da noch hin können. Da waren wir noch nicht. Da haben wir. Hier,
Hier haben wir nur Karamell gefunden. Ich muss, wenn ich an Karamell denke, immer an Karamell Cookie denken. Das ist ein Star Stable Pferd der Name, ne? Karamell Cookie. Das ist ein Unfug, ey. Wer nennt denn sein Pferd bitte so? Oh! Aber was ist denn das für ein Häuschen hier? Da bin ich ja aus dem Häuschen. Das ist auch geil. Wie kommt man denn da hoch, bitte? Hey, da ist ein Schiff, Bruder. Da ist noch eins. Was ist denn hier los? Wie kommt man denn zu dem Haus hoch? Welcher Pfosten von Grafiker hat denn dieses Haus gebaut? Das steht, also generell, da steht ja alles hier in der Luft. Wer hat denn das programmiert? Guck mal, man kann da nicht mehr hin. Und dann, Nein, das ist privat. Ich darf hier nicht rein. Ach, das ist privat hier. Entschuldigung. Entschuldigung, Lucy, das wusste ich nicht, dass das privat ist. Oh lala. Das findet es. Erstens ist es privat und zweitens hat es gar keine Treppe, mit der man das Haus irgendwie, ne, erklimmen könnte. Wollte ich nur mal hier so platziert haben. Ne? Also von daher hat sich das Thema sowieso ganz schnell erledigt hier. So, komm, wir nehmen kurz den Kurs als Übung. Ich weiß auch nicht. Ich will ja nur, dass der Tag vergeht. Ich muss nur irgendwie, dass Akiko mich anruft und sagt, es ist soweit. Das Kind ist da. So, und hopp. Und Mathieu ist der Vater. So läuft das hier. So läuft das in diesem Reitercamp. Wart ihr auch schon mal in einem Reitercamp oder auf so einer Reitschule oder so? Es ist so krass. Ich stelle mir das so vor, dass das so, dass es das monatelang, ich weiß nicht, wie lange man da ist, so jahrelang, Monate, ich weiß auch nicht. Wie so ein, als wäre man irgendwie auf im Schulantheim auf Klassenfahrt oder sowas. Nur einfach mit nur Mädchen. Wobei es gibt ja auch nur Mädchenschulen oder so irgendwie, die dann da die ganze Zeit aufeinander hängen und das eskaliert voll. Wie bei so einem Mädcheninternat. Ja, wo alle schon richtig am Rad drehen, weil sie sich gegenseitig immer nur anziehen und mobben und sowas. Und sich an den Haaren ziehen und so. Und immer so, nein, nein, in den anderen Klassen sind alles voll die Bitches. Nein, ihr seid die Bitches und bla, bla, bla. Ach, ja. Was ist denn das eigentlich hier? Kann ich irgendwie rein? Nee, ne? Bin ich schon fertig? Akiko? Regliesse, ich geh raus. Oh Gott, Coco kam gerade um die Ecke. Ich hoffe, sie machen es nicht gleich. Guck mal. Nee, sie geht wieder. Die machen da draußen so einen Lärm mit ihren... Oh, jetzt ist Teddy auch gekommen. Sie drehen sich so im Kreis, sie beschnüffeln sich so ein bisschen. Normal ist es der Moment, wenn Teddy sie angreift und sie zum Spielen herausfordert. Aber nein, sie sind irgendwie beide verwirrt durch den... Da sind die im die Nachbarsgarten. Ich weiß nicht, ob ihr es im Hintergrund hört. Die trimmen den Rasen. Ja? Die sind am Trimmen und so. Kann ich das nochmal... Naja, das blinkt immer hin und zu. So, na, Christobald. Hast du irgendwas gerissen beim Turnier? Gut ab, Kinder. Nicht, ne? Ihr habt einen tollen Wettkampf abgeliefert. Ich bin wirklich beeindruckt. Ja, und was ist mit dir? Du könntest auch mal was leisten hier für die Bande. Du chillst irgendwie den ganzen Tag nur deine Basis und... Pff, ich weiß auch nicht. Ich schwöre, ich hätte jetzt einfach schlafen müssen, oder? Zum Zeitüberbrücken. Ah, fuck, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Entschuldigung, ich wollte nicht fluchen. Doch, wollte ich schon. Bla 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 bla. Was für ein Leben, was für eine Enttäuschung. Okay, das ist noch alt. Gut. Muss ich noch mit irgendjemandem reden? Nee, oder? Achso, ich könnte vielleicht zu Mathieu gehen. Wir gucken mal, ob Mathieu da ist. Sonst gehe ich einfach schlafen. Wenn das jetzt wieder so eine Folge ist, wo ich einfach nur hätte schlafen gehen sollen, dann raste ich aus. Ja, dann spiele ich das Spiel nie wieder. Mathieu. Hallo. Mathieu. Chefe. Alter, will ich wieder reden? Was ist denn mit ihm los? Jack. Gut, gibt's neue Inhalte? Niet. Ich schwöre, ich hätte einfach nur schlafen gehen sollen. Das ist das einzige Geheimnis bei diesem Spiel ist. Es gibt nur einfach zwei Arten von Sachen, die man machen kann. Schlafen gehen, reden, reiten. Schlafen gehen, reden, reiten. So, pass auf, ich gehe schlafen. So, wird es jetzt Abend oder was? Tatsächlich, ich hätte einfach nur schlafen gehen sollen. Ja, das ist doch Mathieu. Ja, das ist doch Mathieu. Oder? Meinst du nicht? Oh nein, Bullshit. Wieso ist das Pferd nicht gesprungen? Das springt nicht. Ja, toll.
Versuch's morgen noch einmal. Nein, ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Ist jetzt nicht wahr. Das zählt nicht wirklich als Tag. Nur weil das Pferd jetzt einmal nicht gesprungen ist. Oder das spult dann zurück, oder? Ich muss das nicht... Das wiederholt sich einfach, oder? Was ist denn das für ein dummer Scheiß? Mann, ey. Vollgas. Ach so. Ach so, ich dachte, ich muss ihn einholen. Also, ich muss hinterher reiten. Gott, das ist so dumm. Das ist so dumm. Pass auf, jetzt ist mein Pferd tot oder so. Aber jetzt habe ich wieder die 2 Tage übersprungen. Jetzt darf ich rein theoretisch wieder Loser reiten. Das wäre natürlich innovativ, wahnsinnig gut. Also, wir dürfen nicht so nah dran, aber wir dürfen uns auch nicht abhängen lassen. Das ist natürlich extrem... Warum springt es da nicht? Und wenn man dann zurückgesetzt wird, warum wird man denn dann direkt in dem Hindernis zurückgesetzt? Was ist denn das für ein verkacktes Kackspiel? Nein, die Scheiße, das geht hier nicht. Mann, das ist ja wohl ungeheuerlich. Also wer programmiert denn sowas? Also ganz ehrlich, wenn man das schon so macht. Ich habe ja nichts dagegen, dass man... Ich weiß zwar nicht, warum das Pferd an der Stelle nicht springt, wenn ich weiter links reite. Okay, springe ich halt weiter rechts. Aber wenn man ein Hindernis schon nicht schafft, ja... Dann muss man doch da zurückgesetzt werden, weil die steigt ja auch nicht von selber auf, sondern wird ja auch drauf teleportiert, dass man dann es nochmal probieren kann, ne? So, jetzt muss ich hier warten, weil der andere Reiter hier so mega langsam ist und ich so, ja, okay, ich bin viel schneller, reitet hier in so einen verdammten Zigzag. Ja, okay, aha. Okay, ich werde mal ein bisschen schneller hier. Aha, da geht's Richtung Leuchtturm. Denn jetzt bitte? Ah ja. Aha. Der mysteriöse Reiter reitet Richtung Leuchtturm. Und ich muss aufpassen, dass ich den mysteriösen Reiter nicht stelle. So, jetzt geht's hier weiter. Oh! Bravo, du hast es geschafft. Okay. Das ist doch Mathieu, Alter. Hä? Ah, da drunter. Hä? Hä, wenn der Schlüssel da drunter ist, wieso geht er denn erst an das Tor? Ja. Oh nein, da ist jemand. Der Code für das Tor muss unter diesem Stein liegen. Heute Abend ist es zu gefährlich. Ich komme morgen wieder. Okay. Da liegt also Code unter diesem Stein. Da bin ich gespannt, wessen Code das ist und ob wir den öffnen können. Dieser Kerl weiß, dass ich ihn verfolge. Vielleicht traut er sich nicht, noch einmal eines unserer Pferde zu nehmen. Ja, mal gucken. Aber das war doch Mathieu. Oder?